Und jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Hinter dem erneuten Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump steht auch die Sorge, wie viel Unheil er in seinen letzten Tagen noch anrichten kann. Eines kann er jetzt allerdings nicht mehr, über sein Lieblingsmedium Twitter zu hetzen. Twitter hat ihn dauerhaft gesperrt. Ein bemerkenswerter Vorgang, der aber weder heroisch ist, noch wirklich moralisch motiviert wirkt. Da hätte es in den vergangenen Jahren genügend andere Anlässe gegeben, Trump und seinem Clan den Ton abzudrehen. Etwa als sein Sohn Don Junior kürzlich via Twitter einen totalen Krieg propagierte. Trump erst jetzt zu stoppen, da er seine Machtposition verloren hat, dürfte eher mit der Sorge zu tun haben, für Gewaltexzesse wie im Kapitol mitverantwortlich gemacht zu werden. Ein Exzess, bei dem 5 Menschen ihr Leben verloren. Ein Polizist, der von den Anhängern einer ehemals konservativen Law-and-Order-Partei attackiert wurde. Und 4 Trumpisten. Deren Wut und Wahn bekommen jetzt auch jene zu spüren, die aus reinem Machtkalkül mit Trump paktierten. Benjamin Daniel berichtet. Lindsey Graham, you are a traitor to the country, you son of a bitch! Scheißkerl, Verräter, menschlicher Abfall. So etwas wird einem republikanischen Senator an einem öffentlichen Ort entgegengeschmettert, der sich in letzter Minute von Trump abgewendet hat. Die Bilder sind vom Reagan National Flughafen. Trump-Anhänger bedrängen Lindsey Graham. Der war all die Jahre ein treuer Trump-Vasall bis zum Sturm auf das Kapitol. Trump und ich hatten zusammen eine Wahnsinnsreise, aber jetzt bin ich raus. Genug ist genug. Das dachte man sich wohl auch bei Twitter. Nach mehr als 57.000 Posts wurde der wohl meistdiskutierte Social-Media-Account der Welt dauerhaft gesperrt. Die Begründung von Twitter: Aufgrund der letzten Tweets auf dem Account und der aktuellen Umstände sehe man großes Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt. Diese hatte am Mittwoch für solche Bilder gesorgt. Auf einem jetzt aufgetauchten Video ist zu sehen, wie brutal der Mob gegen Polizisten im Kapitol vorging. Joe Biden verurteilt die Twitter-Propaganda seines Vorgängers scharf. Das erinnert an Goebbels und die große Lüge. Man wiederholt sie immer wieder, verankert sie in den Köpfen. Das hat Trump übrigens selbst angekündigt damals. Er sagte, wenn ich meine Botschaft nur oft genug wiederhole, glaubt ihr mir irgendwas. Die Sperrung des Accounts kommt laut Kritikern viel zu spät. Jahrelang seien Twitter und Co. Profiteur und Katalysator der radikalen Botschaften gewesen. Die Art und Weise, wie die Trump-Blase aus Missinformation gewachsen ist und die Dynamik, mit der sich die Leute darin radikalisiert haben, sind beispiellos. So etwas haben wir vorher noch nicht erlebt. Das wurde zu lange toleriert und das geht doch nicht. Nicht im Internet und auch sonst nirgendwo. Ein Hotel würde ja auch kein Treffen in seinen Räumen erlauben, bei dem Radikale einen bewaffneten Sturm auf das Kapitol planen. Trump sieht das naturgemäß anders. Er postete seine Entrüstung schließlich auf anderen Accounts, auf die er Zugriff hat. Darin heißt es, Twitter habe sich mit den Demokraten abgesprochen und wolle ihn und 75 Millionen großartige Patrioten zum Schweigen bringen. Wie so oft lieferte er keine Belege für seine Aussagen. Und so wurden auch diese Posts mittlerweile gelöscht. Dennoch, US-Präsident kündigte an, über die Gründung einer eigenen Social-Media-Plattform nachzudenken. Währenddessen arbeiten nicht nur Demokraten intensiv daran, Trump vorzeitig aus dem Amt zu entfernen. Es schließen sich jetzt auch mehr und mehr Mitglieder der Republikanischen Partei an. So fordert nun die erste republikanische Senatorin Trumps Rücktritt noch vor dem 20. Januar. Einer Zeitung sagte sie, ich will ihn raushaben, er hat genug Schaden angerichtet. Ein freiwilliger Rücktritt Trumps ist unwahrscheinlich. Sollte es aber tatsächlich zu einer Amtsenthebung kommen, könnte er in Zukunft nicht mehr für ein öffentliches Bundesamt kandidieren. Das wäre zwar für viele eine Erleichterung, die Illusion, dass das Kapitel Trump damit beendet wäre, macht sich allerdings auch keiner. Kaum ein Land hatte so drastische Maßnahmen gegen Covid-19 verhängt wie China. Erklärtes Ziel war es, die Infektionen auf fast null herunterzubringen, was auch weitgehend gelang. In Wuhan, mutmaßlicher Ursprungsort der ganzen Plage, darf die Jugend inzwischen sogar wieder große Techno-Partys feiern. Im demokratisch regierten Neuseeland ist das übrigens auch gelungen. Die Methoden waren nicht so martialisch, aber nicht weniger konsequent. Auch die Neuseeländer leben längst wieder eine Normalität, von der wir nur träumen können. Die Strategie funktioniert aber nur bei streng kontrollierten Einreisebestimmungen
und wenn jeder neu auftretende Infektionsherd sofort ausgetreten wird. Und so geschieht es jetzt wieder in China mit der dort üblichen Drastik. Stefanie Schönebaum berichtet. Sie nennen es das zweite Wuhan, die 11-Millionen-Stadt Xuzhuang. Heute schließen U-Bahnhöfe, keine öffentlichen Verkehrsmittel dürfen mehr fahren. In zwei Städten direkt vor den Toren Pekings wurde das Kriegsrecht verhängt. In den sozialen Medien berichten Leute aus Vororten über den Lockdown, der fast über Nacht kam. Die letzten Tage durften wir nicht zur Arbeit gehen. Wir durften nicht rausgehen, mussten 3 Tage warten, um den zweiten Corona-Test zu machen. Die Kinder durften nicht zur Schule gehen. Jetzt müssen wir warten, bis wir weitere Tests machen. Wie die Schulen dann entscheiden, wissen wir nicht. China hat Angst und die Maßnahmen sind radikal, schnell, mit einem Ziel: null Infektionen. Straßen werden desinfiziert. Insgesamt 18 Millionen Menschen im Lockdown, weil es mehr als 20 Neuinfektionen am Tag gab. In einem anderen Vorort wird per Lautsprecher verkündet: Bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nicht raus. Leute vom Krankenhaus kommen und machen Corona-Tests mit euch. Niemand wird ausgelassen. Die Menschen kaufen kiloweise Mehl, Reis und Eier, da die Orte teils über Nacht zugesperrt wurden und niemand weiß, wann der Lockdown vorbei sein wird. Außer zum Einkaufen muss jeder in strenger Quarantäne 10 Tage zu Hause bleiben. Tausende medizinische Helfer führten innerhalb von 3 Tagen Massentests durch. In speziellen Laborzelten werden die Tests ausgewertet. Heute verkündet das chinesische Staatsfernsehen, die Zahlen würden wieder sinken. Politisch ist dieser neue Ausbruch brisant. Xi Jinping hat einen Volkskrieg gegen das Virus ausgerufen und im September mit Ehrenmedaillen den Sieg über das Virus gefeiert, nachdem es nach offiziellen Angaben keine Neuinfektion mehr in China gab. Dies stellt eine weitere Heldentat in der Geschichte des Kampfes der Menschheit gegen das Virus dar. Chinas Volkskrieg gegen das Virus geht weiter, auch bei den Impfungen. 50 Millionen Menschen sollen bis zum chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar geimpft werden. Normalerweise beginnt dann die große Reisewelle. Dieses Jahr fordert die Regierung auf, nicht zu reisen. Und mit den aktuellen deutschen Corona-Zahlen beginnen jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf. Wobei das Robert-Koch-Institut davon ausgeht, dass wegen der Feiertage die Daten frühestens kommende Woche wieder belastbar sein werden. Die Zahlen: Das RKI registrierte knapp 24.700 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Zudem wurden 1.083 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Geimpft wurden mehr als 500.000 Menschen bundesweit. Beim Thema Impfungen geht der Streit innerhalb der Großen Koalition weiter. SPD-Generalsekretär Klingbeil kritisierte erneut Gesundheitsminister Spahn. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hielt der Spahn Versäumnisse bei der Vorbereitung vor. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer warf der SPD laut Saarbrücker Zeitung vor, inmitten der Pandemie mit der Debatte um das Impfen Wahlkampf zu machen. In Indonesien wird ein Passagierflugzeug mit 62 Menschen an Bord vermisst. Die Behörden befürchten, dass die Maschine ins Meer gestürzt ist. Vor der Insel Java wurden Trümmerteile entdeckt. Schon kurz nach dem Start war der Kontakt zu dem Flugzeug abgerissen, das auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo war. Offenbar verlor die Maschine in weniger als einer Minute knapp 3000 Meter Höhe. Warum, ist noch unklar. 1,5 Wochen vor der Amtseinführung des neu gewählten US-Präsidenten Biden hat Nordkorea die USA als größten Feind des Landes bezeichnet. Zugleich kündigte Machthaber Kim Jong-un bei einem Kongress der Kommunistischen Partei den Ausbau des Atomwaffenprogramms an. Neue Raketen würden getestet. Die Pläne für ein Atom-U-Boot seien bereits abgeschlossen. In Teilen Spaniens hat ein Sturmtief zu einem Winterchaos geführt. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben. Mit am stärksten betroffen von den Schneefällen war die Region Madrid. In der spanischen Hauptstadt lag so viel Schnee wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Straßen-, Bahn- und Luftverkehr kam es zu massiven Behinderungen. Ja, Schnee, ja auch bei uns in den sogenannten höheren Lagen. Und natürlich will man da raus.
spazieren gehen, snowboarden, rodeln mit den Kindern. Problematisch wird es in dem Moment, wo alle an dieselben Stellen wollen und sich dort dann virusgerecht knubbeln. So wie das kürzlich in Winterberg im Sauerland war. Ein solcher Ansturm sollte in den deutschen Wintersportgebieten an diesem Wochenende verhindert werden. Die meisten wurden abgeriegelt. Das war eigentlich auch hinlänglich kommuniziert. Trotzdem machten sich viele auf den Weg. Sven Klaas berichtet. Wenn es beim Aufstieg in den Schwarzwald so aussieht, dann ist viel los. Zu viel für diese Tage, was hier an der Schwarzwald-Hochstraße dazu führt, dass die Polizei für Autos schon am Vormittag dicht macht. Was wiederum die Frage aufwirft, ob die Appelle der Politik, auf Ausflüge in oft weit entfernte Schneegebiete zu verzichten, überhaupt gehört werden. Den Eindruck haben wir bisher so leider nicht. Also ich selbst habe jetzt die Hoffnung gehabt, dass durch die Schneefälle, es hat jetzt weit runtergeschneit, dass die Menschen jetzt daheim bleiben, weil sie auch unten im Tal zum Teil Schlitten fahren könnten. Aber bislang können wir das nicht bestätigen. Also wie gesagt, es war ja selbst am Samstagmorgen um 9.30 Uhr schon alles zu. Zu, weil oben schon alle Parkplätze voll waren. Doch weil dann von unten erstmal niemand nachkommt, bleibt es oben heute relativ entspannt. Genügend Platz, um Abstand halten zu können. Ein anderes Bild also als am vergangenen Wochenende, als es auf der Straße zum Verkehrschaos kam, als auf Pisten Abstandsregeln oft nicht eingehalten wurden. Die Sperrungen haben das heute verhindert, sorgen aber auch für Unmut. Es ärgert uns einfach, dass wir als Baden-Partner hier noch nicht einmal 10 Kilometer fahren dürfen, um unseren Sport zu machen. Und weiß Gott, kommen sie woher. Also irgendwo ist das einfach nicht akzeptabel. Sperrungen heute auch rund um den großen Feldberg im Taunus in Hessen. Schon viele Kilometer davor sind die Zufahrtsstraßen für Ausflügler zu. Auch hier ist es am Berg ruhiger als zuletzt. Viele Straßen sollen noch mindestens bis Montag komplett gesperrt bleiben, wegen Schneebruchgefahr und Corona. Und dann? Ich glaube, es wird eine gewisse Vernunft jetzt einkehren. Die Ferien sind auch vorbei. Und ich glaube, wenn die Neuigkeit des Schnees dann auch so ein bisschen schon Schnee von gestern ist, dann wird es auch weniger. In Baden-Württemberg will sich der Ministerpräsident in Sachen Schneeausflüge nicht allein aufs Hoffen verlassen. Die Menschen müssen wissen, dass wir sie wieder nach Hause schicken, wenn es beispielsweise im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb einfach zu voll wird. Restriktion statt Appell. Heute scheint das vielerorts funktioniert zu haben. Die Plastikmüllexporte aus Deutschland sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 10% gesunken, so die Schätzung des Bundesverbands der deutschen Entsorgungswirtschaft. Demnach wurden im vergangenen Jahr 986.000 Tonnen Kunststoffabfall ins Ausland transportiert. Das entspricht knapp einem Sechstel des hierzulande anfallenden Plastikmülls. Größter Abnehmer ist Malaysia, gefolgt von den Niederlanden und der Türkei. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewähr 7, 16, 19, 20, 30, 41, Superzahl 5. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und jetzt noch die Wetteraussichten für morgen. Im Süden scheint nach einem teils nebligen Start oft die Sonne. Im Norden gibt es mehr Wolken und am Nachmittag kommt von der Nordsee her Regen auf. Die Temperatur steigt auf Werte von minus 5 bis plus 4 Grad. Am Montag ist es ähnlich. Ab Dienstag wird es wieder überall unbeständiger und vor allem im Süden auch milder. So viel von uns an diesem Samstagabend. Weiter geht's im aktuellen Sportstudio. Und danach, so gegen 0.25 Uhr, gibt es die nächste Heute Express. Tschüss, bis morgen. Auf Wiedersehen.